Moinere Leute, ja, mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Dokkan Battle Video und wir haben den ersten Hinweis zum 9-jährigen Anniversary, welches diesen Monat stattfindet, auf JP bekommen. Ja, es ist ein kleiner Trailer, der wurde auf der japanischen Dokkan Official Twitter Seite veröffentlicht. Da gehen wir mal rein, gucken uns das Ganze an. Ich bin sehr gehypt. Ich muss ehrlich sein, es hat so ein bisschen meine Theorie über Bord geworfen. Super Gogeta und Super Vegito. Mal schauen, aber was genau man vielleicht anderes dafür machen könnte. Oder schreibt mir gerne mal eure Predictions rein. Das würde mich richtig interessieren, was ihr denkt. Momentan geht ja eine große quasi Theorie durch Twitter durch, also durch die Runden. Und das ist quasi Beast Gohan mit Orange Piccolo und UI und Evo. Mal schauen, ob das passend ist oder nicht. Da kommen wir gleich zu. Aber gucken wir uns zuerst einmal diesen kleinen Trailer an. Ich werde hier ein bisschen muten, weil das ist Official Dragon Ball Musik, welche zwischenzeitlich abgespielt wird. Und ich würde sagen, beginnen wir das Ganze einfach mal mit meinem King. Goto. Saiyajin Goto. Kimi Kimi Power. Yes, baby. Goku wird hier quasi mit dem Battle of Gods Movie angeteasert. Ja, Sonnender. Auch von Beerus sehen wir eine Szene. Also wir haben hier Battle of Gods erstmal im ersten Trailer. Das kann jetzt auf ziemlich vieles schlussfolgern. Zum einen könnte man sagen, okay, das Anniversary wieder Movie-themed. Maybe. Oder man könnte sagen, es bezieht sich auf die Gottform, die Blueform, sowas in die Richtung. Also hätten wir da dann quasi, I don't know, eine Kombi-Unit aus Goku und Vegeta Blue. Sowas in die Richtung könnte man vielleicht daraus interpretieren. Oder wir sagen, okay, das ist quasi Dragon Ball Super Start und man sieht vielleicht das Ende auch noch von Dragon Ball Super. Momentan aktuellster Film Dragon Ball Super ist Beast Gohan Orange Piccolo. Vielleicht hat man da auch so eine Connection. Also es ist noch ziemlich offen. Ich denke nicht, dass wir wirklich Battle of Gods sehen werden. Also das hatten wir quasi dieses Jahr schon und es gibt nichts, was man davon noch abhaken sollte. Aber es gibt zumindest eine Richtung, vielleicht movie-technisch, Dragon Ball Super Timeline, da werden wir uns ein bisschen bewegen. Und ich bin sehr gespannt. Normalerweise sollte dieses Anniversary ja auch auf Fusions hinweisen. Also letztes Jahr hatten wir ja quasi Goku und Vegeta. Na, so wäre es nur logisch, wenn dieses Jahr wieder Fusions drankommen würde. Vielleicht sparen sie sich aber auch Fusions für das 10-Jährige auf, was extrem hype wäre. Und wir würden jetzt einfach so ein kleines Filler-Anniversary bekommen. Was heißt Filler? Es wird wahrscheinlich immer noch Ultra-Mega-Giga-Hype sein. Mehr als letztes Jahr, safe. Allein schon dadurch, dass wir wissen, es wird Dragon Ball Super. Ich glaube, da sind sehr viele Leute ziemlich hype drauf, was quasi wird dieses Jahr. Ob es jetzt Beast Gohan wird, Orange Piccolo, ich glaube, das wäre alles Ultra-Mega-Giga-Hype. Dann haben wir Goku seine Transformation. Und wir sehen Vegeta sein Slap. Also als Bulma geslappt wird und Vegeta in Rage geht. Vielleicht haben wir also wirklich die Thematik Vegeta Goku wieder. Maybe, es kann schon gut sein. Und dann quasi ihre Kontrahenten. Und Beerus war damals ja ein Main-Kontrahent aus Dragon Ball Super. So der erste, als Dragon Ball Super begonnen hat. Vielleicht kriegen wir sowas in die Richtung. Also was könnte dann Part 2 sein? I guess, gehen wir mal davon aus, dass wir wirklich, so wie sich viele wünschen, UI und Evo, vielleicht sieht man dann einen Jiren als quasi Part 2 Carnival LR. Das könnte eine Möglichkeit sein, also kontrahentmäßig. Oder gehen wir davon aus, es wäre quasi ein Orange Piccolo und Beast Gohan, dann haben wir vielleicht Cell Max als Part 2 Carnival LR. Wobei ich ehrlich bin, gut, Cell Max Carnival LR würde ich jetzt nicht so fühlen, aber I mean, warum nicht? Nimmt man halt mit, ne? Das ist einfach Movie Stuff. Oder wenn wir einfach jetzt mal Gogeta Blue annehmen würden, ja, kommen wir auch gleich zu, dann wäre es vielleicht Broly. Also das sind so momentan meine drei Kandidaten mitunter. Aber mir fällt sonst nichts ein, wo ich sagen würde bei Dragon Ball Super, ja, das ist Anniversary worthy mäßig. Also was ich unbedingt haben will. Wir hatten jetzt Future Saga abgehakt zur Worldwide Celebration. Also Vegito Blue wird voraussichtlich nicht kommen. Wenn wir uns die Movies anschauen, ist so der größte Hype-Movie Gogeta Blue. Und jetzt Beast Gohan und Orange Piccolo, also der Film von Beast Gohan. Der ist auch ziemlich Hype. Aber mehr hatten wir ja groß nicht. Resurrection F wird nicht drankommen, hatten wir erst letztes Jahr. Battle of Gods hatten wir dieses Jahr auch schon abgehakt. Also wenn wir uns im Movie-Theme bewegen, dann wahrscheinlich schon bei entweder Gogeta Blue versus Broly oder bei Beast Gohan. Also ich schätze mal, einer von den zwei Kandidaten könnte da echt in Betracht gezogen werden. Vor allem, wenn man mal überlegt, wir haben immer noch kein Standalone Gogeta Blue. Wenn Standalone Gogeta Blue kommt, ohne jetzt Vegito, das fände ich komisch.
Aber I guess, sie könnten immer noch mit dem zweiten Trailer jetzt einfach Buu Saga bringen. Dann hätte man vielleicht Super Vegito und Gogeta Blue. Stellt euch mal das Anniversary vor, in was für einer Timeline wir leben würden, wenn Super Vegito, LR Dokkan Festival, Standalone und Standalone LR Dokkan Festival Gogeta Blue rauskommen würden. Das wäre so gestört, krank geil. Also wirklich. Und dann Part 2 LRs wären einfach Broly und Buhan. Oh mein Gott, die Karneval LRs wären richtig, wäre auch geil. Also das wäre für mich so das Peak Anniversary. Ich glaube, mehr würde gar nicht mehr gehen, wenn Super Vegito und Gogeta Blue kommen würden. Sehe es aber auch als unwahrscheinlichstes, weil es gerade so Peak ist. Also ich kann mir vorstellen, Gogeta Blue und Super Vegito sind easy 10-Year Anniversary Contender, also for free. Damit würde das 10-jährige Anniversary einfach so steil gehen in Sachen Revenue. Ein bisschen weniger Hype würde ich wahrscheinlich Biscuit und Orange Piccolo sehen. Ich denke, wahrscheinlich für viele sogar mehr Hype als Gogeta. Obwohl, finden Leute Biscuit und Orange Piccolo mehr Hype als Gogeta Blue und Super Vegito? Ich glaube nicht, weil Super Vegito ist Kindheit einfach, der Fight gegen Buhan. Und Gogeta Blue ist die beste Neuzeit-Transformation, die wir hatten, also Fusion, was auch immer. Also Gogeta Blue ist King und Super Vegito ist auch King. Aber die wären possible Kandidaten. Also viele wünschen sich quasi, also was passieren sollte für den einen oder anderen. Wir hätten UI und Evo. Damit hätten wir die Thematik, in der Gottform zu sein. Und dann haben wir quasi einmal Beast Gohan und Orange Piccolo. Dann haben wir die Thematik Movie. Und die beiden als Dokkan Festival, LRS quasi. Dann hätte man die Combo-Unit, Joint Forces-Unit von Orange Piccolo und Beast. Und die Joint Forces-Unit von quasi UI und Evo. Es wäre cool, es wäre auch Hype, also versteht mich da nicht falsch, es ist mehr Hype als letztes Jahr, obvious. Für mich aber nicht unbedingt das, was ich ultra heftig gern haben will, weil ich sage euch ehrlich, oh boy, du bist immer noch mein Kandidat Nummer 1, den ich seit Jahren will. Gogeta Blue LR, Standalone, was Geileres könnte es nicht geben für mich, aber ich würde mich auch sehr zufrieden geben mit Orange Piccolo und Beast Gohan, wäre auch sehr strong. Diese Xenoverse quasi Animation fände ich auch sehr, sehr, sehr sexy. Ja, aber das wäre quasi mal der erste Trailer. Mehr gibt es groß darüber gar nicht mehr zu sagen. Ich habe jetzt so ein bisschen die drei Thematiken behandelt, welche passen würden zum Trailer so ein bisschen. Wir haben hier einmal die Gottformstufe. Wir haben das Thema von Goku und ein bisschen Vegeta wieder. Die Saints, also sie leben quasi den Pride of the Saints. Und das ist so ein bisschen Movie-Thema. Vielleicht kriegen wir da mehr Informationen noch mit dem zweiten Trailer. Also klar, wir werden mehr Informationen kriegen. Aber vielleicht wird es in die Richtung gehen von quasi dann auch Beast Gohan, also Gohan, das Erbe von den Saints, könnte man sagen. Und dann, ja, gucken wir mal, wie es ausgeht. Also das wären jetzt zumindest mal so Anniversary Predictions, die sehr wahrscheinlich sind. Gogeta Blue, I mean, Smoothie, muss man nicht dazu sagen, ist auch in der Gottform, also obvious. Gott Vegeta glaube ich jetzt nicht. Gott Vegeta aber, dadurch, dass wir... Also ich muss eins sagen, dadurch, dass wir jetzt quasi hier Battle of Gods gesehen haben mit der Gottform und wahrscheinlich das Anniversary so ein bisschen was damit zu tun haben wird, sage ich euch ehrlich, Gott Vegeta zu Saiyan Day, das wäre schon sehr wahrscheinlich. Also ich sage euch ehrlich, ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Weil Power of Wishes, Gotku, war damals der Saiyan Day Charakter. Power of Wishes war das Thema vom Anniversary. Und ich glaube, Gott Vegeta könnte was zu tun haben im Anniversary und dann zu Saiyan Day kommen. Das wäre Peak. Ey, ich bin dabei. Weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt mir gerne mal rein, was ihr denkt in den Kommentaren. Was sollte für euch kommen? Und dann sehen wir uns beim nächsten Teaser wieder. Ich hoffe bald. Ciao, ciao, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Adios, amigos.